Oh, der Pinger bleibt warm. Ist nicht viel Wind heute. Weiß nicht, wie weit wir kommen, ne? Ja, wir wollen ja auch nicht weit kommen, ne? Wird trotzdem lustig. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu viel Schwell haben. Weil beim letzten Mal war auch kein Wind, wo wir draußen waren und viel Schwell. Und das Schöne ist, wir sehen ja jetzt die Bedingungen von hier oben, wie es draußen aussieht. Keine Überraschung. Nee, aber auch keine Vorfreude, ne? Hä, Vorfreude? Keine Vorfreude auf Segeln? Naja, Segeln ist ja dann nicht, ist ja eher Motoren. Aber bis wir unten sind, kann schon wieder ein bisschen Thermik entstanden sein und dann schauen wir mal, vielleicht geht es dann wieder. Es geht ja hier von einer halben Stunde auf die andere, kann es ja hier losgehen. Da ist sie, die Schönheit. Schaut mal hier, wer auch da ist. Ja? Unsere Freunde von Sail Service. Tja, wie es aussieht, windmäßig ist leider gar nichts, ne? Müssen wir aber die Maschine anschmeißen. Tja, wenn wir schon mal hier sind und wenig Wind haben, dann werden wir mal unser neues Segel ausprobieren, was wir schon eine ganze Weile haben, aber noch nicht ausprobiert haben und an dem wir euch natürlich unbedingt teilhaben lassen wollen und werden. Ja, das checken wir heute mal. Liegt da in der Bugkabine seit anderthalb Jahren und Hendrik wartet sehnsüchtig darauf, das endlich mal auszupacken und in den letzten zwei Sommerurlauben war immer zu viel Wind. Deswegen hat es jetzt so lange auf sich warten lassen müssen. Das ist Mission Nummer 1. Mission Nummer 2 ist ja ein kleines Update. Machen wir uns mal los, würde ich sagen. Ne? Jo. So, wir haben jetzt Wind genau von vorne. Da lohnt sich nicht, die Segel rauszuholen, weil das kommen wir nicht voran. Wir müssen ein bisschen Motoren jetzt immer rauszukommen, um dann den Wingacker auszuprobieren. Wenn wir dann zurück auf dem Weg zurück sind, haben wir Wind von 8ern und dann können wir den Wingacker schön testen. So, es ist ja jetzt das erste Video seit langem von uns. Wir hatten jetzt eine kleine, etwas längere, ungeplante Pause. Wo dann auch schon das ein oder andere Kommentar kam, was denn mit uns los sei, ob es uns noch gibt und so weiter. Ja, ob die montenegrinische Mafia damit zu tun hat oder sowas. Also bei uns ist alles gut, ja, uns geht's gut, wir haben eine schöne Zeit hier. Es ist jetzt Mitte Oktober, wir haben hier 25 Grad, bestes Wetter, keine Wolke am Himmel und wir segeln. Jetzt macht die anderen nicht so neidisch. Also es sind nur 23 Grad. Okay. Wer schon länger bei uns dabei ist, der weiß ja, oder der hat das ja auch schon ein paar Mal miterlebt, ja, dass wenn wir viel unterwegs sind, auf Gutachten, ja, weil das ist ja das, was wir tun, dann ist das meistens eher die Zeit, wo weniger Videos kommen oder eben mal gar nicht. Bootssuche und Gutachten haben uns so sehr eingenommen, dass quasi zum Videomachen einfach zu wenig Zeit blieb. Aber im Hintergrund arbeiten wir natürlich dran. Also Marc, unser Kollege, der für den Videoschnitt verantwortlich ist, der arbeitet fleißig weiter und hat schon viele Videos in der Hinterhand vorproduziert, damit wir eben Phasen haben, wo wir konsistent Videos bringen können. Muss noch ein bisschen in den Vorlauf kommen. Deswegen hatten wir jetzt mal einen Cut gemacht. Hing auch ein bisschen damit zusammen, dass das Auswandern schon etwas mehr Zeit benötigt. Ist schon ein bisschen zeitaufwendig, auch mit Familie, Schule und allem drum und dran. Geht alles seinen Gang, aber dauert alles ein bisschen länger, als man so erwartet. Das ist der Grund, wieso es manchmal Phasen gibt, einfach wo es weniger Videos gibt. Dafür gibt es dann mehr Projekte. Also das ist so ein Huhn-Ei-Problem, ne? So, wir müssen ja unsere Arbeit leisten, die wir aufnehmen, damit wir dann auch Videos machen können darüber. Von daher,
Also eigentlich ist es ein gutes Zeichen für euch als Zuschauer, wenn ihr keine Videos von uns bekommt. Ja, und natürlich kommt auch hinzu, dass wir auch nicht von jedem Projekt quasi ein Video machen, ne? Sonst wären wir nur noch am Video machen und nichts mehr anderes. Ja, dennoch ist unsere Festplatte, ich habe eine neue Festplatte, 18 Terabyte gekauft. 18 Terabyte? 18 Terabyte. Gibt's sowas schon? 18 Terabyte? 18 Terabyte gibt es ja, eine externe große. Die ist randvoll mit echt viel coolem Material, coole Boote, coole Kunden. Ja? Es wird jetzt noch nicht direkt losgehen, dass wir wieder kontinuierlich Videos bringen, aber wir arbeiten schon mit Hochdruck daran, dass es bald wieder losgehen kann. Aber wir sind jetzt eigentlich genügend weit weg, ne? Wir können rumdrehen und Segel auspacken. Ja, wir werden jetzt den Wingacker testen. Ja, zum ersten Mal. Ja. Das ist jetzt auch das erste Mal, für mich zumindest, dass ich Bar und die Umgebung vom Wasser aus sehe. Sieht gut aus. Ihr habt ja den Urlaub ohne mich gemacht. Wir haben Familienurlaub gemacht ohne Domi, ja. Familienurlaub ohne Domi, das klingt ja doof. Ja, das klingt doof, aber das ist halt so, ne? Du bist ja jetzt auch schon erwachsen. Wow, okay. Das klang jetzt echt überraschend. Und du darfst deinen Urlaub auch selber planen? Nein, er wollte nicht dabei sein. Ja, ja. Ich wurde ausgeladen, meine Kabine ist ja nicht mehr existent. Kannst du hochziehen? Geil, ey. Yeah! Ist das ein schönes Segel oder was? Das ist ein richtig geiles Segel. Noch ein paar Dinge können wir optimieren auf alle Fälle. Ich habe ehrlich gesagt den Barbarola jetzt nicht auf dem Schiff dabei, habe ich vergessen. Für heute geht es erstmal, ist gar nicht blöd. Ein paar Sachen müssen wir noch anpassen hier. Aber das sieht man immer erst, wenn er oben ist. Aber so läuft. Ja, schön. Ja. Ha! Ha, guck mal, beste Kombination hier. Ne? Und läuft mit 5 Knoten, 4,5 Knoten bei 6,5 Knoten Wind. Sind aber auch, wie viel Quadratmeter? Nochmal so. Sind 120 Quadratmeter. Das ist auch ein dickes Ding. Wir hatten immer unseren Spiel, den Orangenen, und der hatte so 90 Quadratmeter, was schon recht lütt war. Und der ist eine ganze Ecke größer hier. Wir haben ja eben, als wir noch unter Motor waren, haben wir ja massiv geschwankt, ne? durch den alten Schwell hier. Wahrscheinlich kommt ja aus dem Norden irgendwo, Kroatien. Aber das hat jetzt deutlich abgenommen. Ne? Man merkt halt auch, dass der Wingacker das Boot stabilisiert, gerade hält. Ne? Deswegen nimmt man ja so ein Segel auch auf Langfahrt, wenn man Vorwindkurse fährt und Rollen vermeiden möchte man ja immer vermeiden. Dafür ist uns Segel natürlich prädestiniert. Da wird man auch wieder zum kleinen Kind, oder? Ein kleines Kind? Ich weiß nicht, ob kleine Kinder sowas machen, aber... Ich meine, was den Freudenfaktor angeht. Ach, was den Freudenfaktor angeht, bin ich mal ein kleines Kind. Wenn Ach so. Wenn ich sowas hab. Genau, du ziehst runter und ich lockere die Schot. Das ging nur hervorragend, oder? Merkst du das jetzt? Merkst du das? Ja, ja. Ist viel geiler mit Segel. Mit dem. Jetzt haben wir das Segel drin. Fahren schon immer noch ein bisschen Geschwindigkeit, aber jetzt fängt es halt richtig an zu rollen. Also dieses Segel stabilisiert wirklich das Boot ungemein. Das ist schon ein schöner Effekt.
Wir sind gerade zu faul, das Groß jetzt noch hochzuziehen für die paar Meter. Wir fahren so langsam mit 2,5 Knoten vor uns hin, nur mit der Fock. Aber immerhin, ne, sind nur 8 Knoten Wind, aber wir haben 2,5 Knoten Geschwindigkeit drauf, nur mit der Fock. Wie wir halt alle wissen, die Seven Seas segelt sich halt gut, ne? Aber dann haben wir jetzt auf dem Weg zurück zum Hafen noch ein bisschen Zeit, über unser Thema zu sprechen. Warum ist uns das so wichtig, das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben? Vielleicht sollten wir in dem Zuge mal mit dem Mythos aufräumen, dem YouTube-Mythos. Wir kriegen ja auch so ab und zu mal Kommentare, wenn wir jetzt eine Zeit lang mal keine Videos bringen, von wegen, jetzt habt ihr so viel über YouTube verdient, jetzt könnt ihr ja einfach aufhören mit Videos, was dann sehr schade ist. Also direkte Werbeeinnahmen durch YouTube finanzieren bei uns nicht mal eine Person. Ja, das ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein, möchte ich mal nennen. Dafür müssten wir 1 Million Abonnenten haben, damit das funktioniert. Die haben wir noch, da kommen wir irgendwann hin. Ja, aber die haben wir noch nicht. Ja. Wenn wir mal auf die vergangenen 365 Tage gucken, ja, dann sind ja öffentlich zugängliche Daten. Das sind bei uns 4 Millionen Klicks, ja, innerhalb des letzten Jahres. Wer Bock hat zu rechnen, kann das mal durch 1000 teilen und multipliziert das dann mit 7. Weil Werbeumsatz durch YouTube funktioniert per 1000 Klicks. Da sind wir bei 7 Euro pro 1000 Klicks. 4 Millionen Klicks. Kann sich jeder ausrechnen, wer Lust drauf hat. Genau, also YouTube macht uns Spaß. YouTube ist quasi, ich will nicht sagen Hobby, das gehört ganz klar mit zu unserem Geschäft natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir von YouTube direkt leben können. Aber im Hintergrund passiert natürlich auch viel, was wir so noch gar nicht geteilt haben. Ihr dürft euch freuen auf neue Formate. Genau, wir gehen segeln mit unseren Zuschauern, also mit euch. Hier kommt ein Sneak Peek. Ich den Eindruck, dass ihr beide den richtigen Job gewählt habt. Ich glaube ich auch. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Geil. Und unter anderem, Marc und ich hatten ein Interview, wir haben uns getroffen mit Jimmy Cornell. Der Jimmy Cornell, der Langfahrtsegler schlechthin, ist wahrscheinlich der bekannteste Segler überhaupt. Ich habe alle Bücher gelesen. Alle? Ja, alles durch. Und des Weiteren haben wir Zuwachs in unserem Team bekommen, nämlich den Ole. Und der Ole, der wird für uns oder bei uns unter anderem Boote suchen und Gutachten machen. Also im Prinzip das Gleiche, was ich auch mache. Und den werdet ihr demnächst dann auch zu sehen bekommen. Katholisch ist ziemlich eklig, wenn das Ding hier unten in der Matsche rumliegt. Das ist schon so ein. Dann sind es auch noch so fette Leinen, so richtig, wirklich fette Leinen, was ja einerseits ganz gut ist, aber die sind halt so unflexibel. Und wir haben schon nicht die kleinsten Klampen, ne? Aber das ist einfach, die passen da kaum rum. Komm, du findest aber auch immer irgendwas. Ach, ist angenehm, das Schöne. Ist wirklich schön. Einmal die Woche, zweimal die Woche Boat Office machen. Hier runterradeln. Schön im Boot, Büro und dann wieder hochradeln. Oder so wie heute, einfach mal spontan rausfahren, schöne Zeit haben. Hat sich gelohnt, ne? Sehr erfolgreich. Segel ausprobiert, Video gemacht. Was willst du mehr? Das ist definitiv ein Upgrade. Also diese Location hier. Ich finde diese Abendstimmung hier, da kann ich mich nicht satt sehen. Dieses Lichtspiel in den Bergen mit Schatten, es wird so golden hier. Immer wieder schön. Oh, hier, guck mal die zwei. Welche würdest du nehmen? Na, ich würde die Catch nehmen. Ich auch. Recht sicher. Auf alle Fälle. Außerdem ist sie 5 Fuß größer. So, was ist das Fazit des Videos? Erstens,
wir existieren noch. Wir hatten einen schönen Segelturn, haben ein tolles Segel ausprobiert. Ja. Das hat auf Anhieb funktioniert. Bin ich sehr glücklich drüber. Wir arbeiten auf Hochtouren an neuen Videos und an neuen Formaten. Also ihr könnt gespannt sein. Übrigens, wer Fragen zu dem neuen Segel hat, der kann sie unten in die Kommentare stellen. Wir werden mit Sicherheit nochmal über diese Segel sprechen. Im Detail. Ja, wir werden nicht nur drüber sprechen, wir werden damit auch noch eine ganze Menge mehr machen. Aber alles hat so seine Zeit und deswegen kommt das erst jetzt. Ja, war mal wieder schön. Schön mit euch, genau. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Bis bald.